Ja, schönen guten Abend hier bei Pönitz TV. Wir sind hier heute in Ahrensböck, wo sich ein Treckerchor so gesammelt hat. Und wir sind mal gespannt, was Sie uns zu berichten haben. Reinhard, darfst du uns oder kannst du uns einmal erzählen, warum? Ja, wir sind hier, weil Aldi morgen Geschäftsverhandlungen mit den Meiereien hat und die Lebensmittel immer nur Dumpingpreise nach unten geht und nicht für uns ein Miteinander gibt. Im Moment ist es so, dass Aldi einfach ihre Preisforderungen durchziehen möchten und wieder nicht vernünftig mit uns reden will. Also die haben ihre Marge immer und wir behalten immer nur den Rest, weil das übrig bleibt. Und das passt nicht zusammen. Wir wollen ein Miteinander und nicht immer gegeneinander, nicht immer einseitig. Ja. Und deswegen wollen wir einmal so ein bisschen durch die Gegend fahren. Wir wollen Lichtprobe machen und gucken, was da so für LKWs fahren. Ich will noch mal gucken, ob mein Acker trocken genug ist, damit ich noch Dünger streuen nachher. Und ja, so gestalten wir den Abend hier. Naja, also ich kann mich dem, was Reinhard vor mir gesagt hat, definitiv nur anschließen. Und dann, denke ich mal, repräsentieren wir hier auch die nächste Generation, die die Höfe auch weiterführen möchte. Und insgesamt kämpfen wir einfach auch für diese Chance, das überhaupt machen zu können, damit wir diese fairen Möglichkeiten haben, diese Höfe irgendwann mal zu übernehmen und ja auch eine Tradition weiterzuführen. Das Höfesterben, das wissen Sie ja, ist extrem gerade in unserer Region hier oder in den gesamten Regionen. Und wir wollen einfach, dass die Landwirte auch ja, noch in 20 Jahren hier wirtschaften und dass unsere Söhne und unsere Töchter die Betriebe, die wir seit Generationen bewirtschaften, auch weiter bewirtschaften. Ne? Hallo Reinhard, wir sind ja jetzt hier angekommen. Wie viele Schlepper sind jetzt insgesamt hier? Also zurzeit sind wir 72, aber es kommen ständig noch welche dazu. Und wir sind überwältigt, dass dann so schnell doch so viel Resonanz entsteht, wenn es drauf ankommt und wir was machen wollen. Im Moment ist es ja hauptsächlich für die Milch, wo der Sektor im Moment dran ist, aber wir wollen zusammenhalten. Und daher sind wir Schweinebauer, Ackerbauern, alles mögliche, alle möglichen Richtungen sind heute hier und wir zeigen gemeinsam eine Flagge. Wir wollen nur eine vernünftige Präsenz mit denen und sie wollen uns nicht. Wir haben zu viele Meiereien, wir sind alle, sollen wir regional bleiben und Aldi sucht sich immer den aus und wenn der eine nicht kann, dann drücken sie den nächsten. Und wenn das nicht funktioniert, kommt es halt aus dem Ausland. Und der Verbraucher weiß es nicht. Woher soll es auch wissen? In den nächsten 4 Wochen sind Verhandlungen mit Aldi. Kauft einfach nicht bei Aldi für die nächsten 4 Wochen. Ich will nicht sagen, dass ihr gar nicht mehr bei Aldi kaufen dürft, um Himmels Willen. Aber kauft im Moment woanders, damit die begreifen, dass es ohne uns nicht weitergeht.